Und wieder gibt es einen neuen Kokosnussöl-Tipp. Ich konnte nicht Geld spenden, dafür habe ich selber zu wenig Geld, aber ich hatte ein bisschen angespart, sodass ich eine Farm kaufen konnte und so eine eigene Produktion herstellen konnte für kaltgepresstes Kokosnussöl. Und das ist unser Hauptbusiness. Nachher stellen wir in der Schweiz hochwertige Pflegeprodukte für Haut und Haar und spezielle Anforderungen, also wenn es im Bereich Neurodermitis und Akne geht. Zum Tipp von heute, es geht um die Zähne. Wir nehmen natürlich wieder Kokosnussöl, immer schön kalt gepresst zur Hand und füllen uns einen Löffel. Diesen nehmen wir heute jetzt mit Nahl nicht ein, also das kannst du sowieso noch tun, einen Teelöffel täglich einnehmen. Die anderen Vorteile siehst du in einem anderen Video. Hier geht es ums Ölziehen. Kennst du das? Hast du das schon mal gehört? Mit den Zähnen Öl ziehen. Wir nehmen Kokosnussöl in den Mund und ziehen das durch die Zähne rund ungefähr 10 bis 20 Minuten. Jetzt sagst du mir, was? 20 Minuten soll ich Kokosnussöl in den Zähnen, also im Mundbereich halten? Das geht doch nicht. Aber du kannst parallel dazu natürlich abwaschen, deinen Haushalt erledigen, am Computer arbeiten oder durch Social Media scrollen. Mach etwas, lenke dich ab, nicht, dass du da nur an deiner Bewegung über das Kokosnussöl am Studieren bist. Wir nehmen das hin. Was sind denn die Vorteile von dieser Übung? Am besten machst du das jeden Tag, mindestens mal 30 Tage. Nach rund einer Woche wirst du die ersten Unterschiede feststellen. Zum einen, was das Zahnfleisch betrifft. Wenn du Entzündungen hast, sehr vorteilhaft für ein gesundes, starkes Zahnfleisch. Dann heißt es auch, es macht weißere Zähne. Okay, das kann ja nicht schaden, ohne dass wir da Bleaching machen. Und nun ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich einfach wahnsinnig interessant finde und daher mache ich das auch immer wieder, ist, es entfernt unseren Plaque und Bakterien. Das fühlst du dich dann etwa nach einer Woche, bemerkst du den Unterschied, wie wenn du bei einer Zahnreinigung gewesen wärst. Also es geht wirklich in die Hälse, es geht wirklich in die Tiefe und es entfernt diesen Plaque und diese Bakterien. Und das sind natürlich auch Krankheitserreger drin, was dann wieder unsere Mundfauna zu einem Vorteil bringt, dass wir keinen Mundgeruch mehr haben, weil diese Bakterien dann weg sind. Also probier es einfach aus. Ich bin da kein Spezialist, kein Experte. Ich habe mich informiert. Unten findest du ein paar Quellen. Es ist voll davon, also schaden kann es auf keinen Fall, sonst würde ich dir den Tipp garantiert nicht mitgeben. Und wir sind natürlich auch immer wieder selbst am Probieren. Was sind denn alles diese Geheimnisse von kaltgepresstem Kokosnussöl, wenn wir das schon selber herstellen? Und es ist natürlich toll, auf einer kleinen Insel dies inmitten von den Philippinen herstellen zu dürfen. Also los geht's. Wir nehmen diesen Löffel. Und dann spucken wir das Ganze aus. Jedoch bitte nicht in den Abfluss, sondern in ein Papier, Serviette und dann in einen allgemeinen Abfalleimer, den du da zu Hause zum Beispiel in der Küche hast. Denn sonst wird es vielleicht fest oder es ist einfach für die Umwelt nicht gut oder es kann dir beim Abfluss verstopfen. Ich hoffe, ich konnte dir was mitgeben. Etwas, was du immer nutzen kannst, ausprobieren kannst, wenn du kaltgepresstes Kokosnussöl zu Hause hast. Noch zu unserem Produktetipp. Wenn wir doch schon beim Kokosnussöl sind, mit den Zähnen, was haben wir etwas vom ersten hergestellt? Eigene Zahnpasta. Hier sind sie. Wir haben begonnen mit der Nummer 1, mit einem leichten Minzgeschmack, aber auch für Homöopathie erträglich oder sodass es auch die Homöopathie nutzen kann. Das war die erste Version, also die Nummer 1. Basierend auf kaltgepresstem Kokosnussöl plus zusätzlich aber auch Zeolit, das auch wieder Giftstoffe entschwemmt. Also es ist so wichtig, das, was sich da alles drin abspielt. Dann haben wir so Reisegrößen gehabt und nun momentan arbeiten wir sehr oft eigentlich nur noch mit diesem. Der ist so süß und toll. Das ist ein Airless Pump Dispenser. Das ist auch toll, weil keine Luft reinkommt. Man kann es sehr gut dosieren, ist ergiebig. Man braucht nicht viel, sind 50 Milliliter, auch eine gute Reisegröße. Und die ändern wir auch immer wieder ein bisschen ab. Also zu Weihnachten gibt es dann eher die Zimtversion. Also Spearmint haben wir immer zur Verfügung. Und zwischendurch dann auch Mango. Einfach so, je nach Kundenwunsch, nach Laune, nach Lust, was bei uns gerade so im Team ansteht, probieren wir etwas Neues aus. Also auch die immer wieder
auf kaltgepresstem Kokosnussöl mit Zeolit drin, weil das einfach eine hervorragende Kombination ist. So, probier es mal aus. Du kannst aber auch deine eigene Zahnpasta herstellen. Wir haben ein Rezept für dich. Schreib uns, kommentiere und wir senden dir das gerne zu. Nun wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Hoffentlich einen Tag mit Kokosöl in deiner Küche, in deinem Badezimmer, in deinem Wohnzimmer. Egal wo auch immer oder mit dabei in deiner Tasche. Bis zum nächsten Tipp. Ich grüße dich. Ich bin die Nadja von Nadjas Natürlich Kokosöl.